Puh! Da rennt irgendjemand! Hinterher! Moin Leute, herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Minecraft Freedom. MC Expert und meine Wenigkeit sind immer noch auf der wunderbaren Parallelwelt gefangen, in Anführungszeichen. Haben das letzte Mal hier so ein paar Monster in der Arena getötet, haben so ein bisschen auch die Ladies verrückt gemacht, aber darum geht es jetzt nicht. Denn wir haben, wie gesagt, alle Monster besiegt. Jetzt ist der Ausgang frei und dann würde ich doch mal sagen, Tim, lass uns losgehen. Obwohl Xaroth, der Schreckliche, der wartet da oben immer noch. Ich dachte, du bist weg, Bro. Ich dachte, du bist weg. So, los geht's, ja, der Tim. Der guckt noch zu. Das ist zu? Nee, das ist offen. Der guckt noch zu. Ach so, ja, stimmt, der will... Da wären wir eh nicht dran gekommen. Es sei denn, wir hätten einen Pfeil gehabt. Oh, finde den Ausgang aus der Kanalisation. Okay. Und übrigens, wir sind immer noch auf der Suche nach General Dieter. Oh, hier müssen wir mal wieder ein bisschen Licht machen. Oh, da ist schon einer gestorben. Das sieht gefährlich aus. Wo ist jemand gestorben? Hier? Hier. Das ist ein toter Kopf. Das ist ein kleines Wither. Oh, stimmt. Das sind ja überall so Dinger. Ja, hier vorne ist auch noch einer. Kann man sich die eigentlich aufsetzen? Ja, ja, oder? Theoretisch schon. Zack. Alter, so sehe ich richtig gefährlich aus. Hallo. Oh Gott. Hey, wir sind eine Gang, wir sind die Totenkopf-Gang. Oh, schnell wieder Licht anmachen, sonst sieht man bei dem Shader nichts. Hier ist wieder der Kanalisationswasser. Was machen denn die ganzen Redstone-Sachen hier? Oh, da vorne. Sieht nach einem Ausgang aus. Oh. Finde Edgar und General Dieter, Edgar, und fliehe durch das Portal. Oh, da rennt irgendjemand. Hinterher. Schnell! Oh, ich guck mal hier. Was? Druckplatten. Oh. Ich weiß nicht, was sie machen. Flieh durch das Portal zu Labor 69. Das Portal ist lediglich für eine Reise gedacht und wird danach zerstört. Okay. Da oben ist Zenix. Zenix ist scheinbar eine Wache. Oh, hoffentlich ist es jetzt kein Babo. Das sieht böse aus. Das ist Edgar! Oh Gott. Oh nein! Oh, da kommen jetzt aber ein paar. Oh Gott. Alter, die machen... Einer ist tot. Okay, perfekt. Haben die echt nicht so viel AP. Oder doch? Mann, dass ihr wegkommt! Wir müssen Edgar und Dieter retten! Hey! Oh, wunderbar. Okay, puh, Glück gehabt. Haben wir echt Glück gehabt. So, warte mal, zack. Hallo Dieter! Hallo Edgar, hi! Okay, zack, wir machen hier mal auf. So, ich hoffe, ihr kommt jetzt gleich durch das Portal hinterher gehasselt, aber die sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Bitte? Ist Edgar Englisch? Wieso? Guck dir mal an. Hello, Polluten! Ja, er kann auch. Er hat auch sowas. Oh, Dieter ist schon, der läuft auf jeden Fall vor. Warte mal, dann spießen wir. Hello, Polluten. Oh, guck mal hier, Crossbolt. Oh, hier auch. Aber die Frage ist, ob wir den ganzen Kram. Aber es ist ja einfach nur ein Paralleluniversum. Boah, Monsterjäger, sowas hätte ich gerne. Wahrscheinlich werden wir wieder ohne alles auftauchen. Okay, warte mal. Die Frage ist jetzt, Tim, ob ich dich irgendwie mitnehmen kann oder ob das jetzt ein Goodbye ist. Oh. Wir werden es einfach mal probieren. Okay, Tim, vielleicht schaffen wir das, wenn wir zeitgleich in das Portal... Oh, was steht denn hier? Labor 69, Feingebiet. Genau, das können wir am Ende nochmal... hier erwähnen. Das ist, wie gesagt, habe ich schon gesagt, eine Zuschauer-Map von Johnny 2000 und Nominator 00. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ein fettes, fettes Dankeschön. Das war wirklich eine sehr, sehr coole Map. Vielleicht auch die Aufruf an andere Leute. Haut doch mal richtig, also die sollten schon die Qualität von dieser Map haben. Denn das konnte man easygoing spielen. Es gab so gut wie keine Fehler. Und das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und hat, denke ich mal, auch ein bisschen Abwechslung in das Projekt gebracht, weil ich wusste auch selber nicht, was jetzt hier wirklich alles auf einen, ja, letztlich zukommt. Das ist mega, mega cool. Vielen Dank an euch beide. Okidoki, Tim. Wir müssen jetzt... kommst du? 3, 2, 1, go. Rein hier. Okay, das sieht jetzt aber nicht unbedingt so aus wie Labor 69 hier, aber zumindest habe ich wieder Tiersachen. Und ich hab Banani. Aber, Tim. Och, nie. Und, Tim? Oh. Tim, du bist mitgekommen. Ja, hi. Das ist ja verrückt. Tim, wo sind wir hier?
Ja, Labor 69, oder nicht? Labor 69, das sieht nicht unbedingt aus wie Labor 69, sondern irgendwie wie so eine Untergrundbasis. Also ich meine, ich habe nichts dagegen, hier so ein bisschen Iron mitzunehmen, aber ich würde schon ganz gern irgendwie jetzt hier nicht irgendwo in einem Paralleluniversum hängen. Wo geht's denn hier? Was ist das für eine komische Höhle? Warst du denn schon mal in dem Labor, oder? Oh! Ach, hier sind wir! WTF! Okay, wir sind hier in dem Bottich gelandet und hier sind noch die ganzen Klone. Das ist die Halle der YouTuber. Ach so. Ja, mit Revi, Dena, Simon, Rotpilz. Das ist auch Professor Ente. Wo bist du denn hier überhaupt? Bist du hier eigentlich irgendwo? Schauen wir mal. Warte, Mr. More Game? Hier gab's doch auch irgendwo. Ach ja, hier hinten! Guck mal hier. Mit Stegi. Und da Hallo. Bist du. Hallo, ich habe ein kleines C. Hallo. Moment mal. Ja, guck mal, da hat Professor Ende wieder geschludert, ne? Da hat er den falsch gemacht, ey. Itzy, German Litz, Bluey. So, warte mal, ich latsch mal zu Professor Ende. Guck mal, was er zu Torgen hat. Haben wir jetzt die Welt gerettet? Hey, Paluten, die Welt ist nicht untergegangen und du bist zurück. Scheinbar konntest du die Interferenzen der Paralleluniversen bereinigen und Edgar und Dieter retten. Wieder mal hast du die Welt gerettet, ja? Kein Problem. Besuche mich mal in ein paar Tagen. Ich arbeite momentan an einem neuen Klon. Alright, alright, Professor Ente. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Tim versucht hier die Klone ein bisschen zu betatschen. Komm, lass uns wieder zurück in das wunderbare Dorf gehen. In die Cafeteria. Hast du noch irgendwie Kohldampf oder so? Ja. Ja. Ich könnte jetzt schon ein Brötchen essen, doch. Aber ich glaube hier in der Cafeteria. Ich glaube, Professor Ende hat heute nicht gekocht. Nee, sieht ziemlich leer aus hier. Ach Mensch, ey. Das war. Ich frage mich, ob der mal Bedienstete hatte. Ja. Ein paar Potatoes. So, zeige ich gleich wieder zurück. Ich muss mal gucken. Hoffentlich lebt mein kleiner Hundi. Ich habe jetzt nämlich einen Hund, Tim. Das wusstest du noch gar nicht. Ja, ich habe jetzt einen kleinen Hund. Der heißt Sally. Der ist mega awesome. Den müsste ich eigentlich mal skillen. Ach, hier bin ich das eine Mal so doof runtergefallen. So. Labor 69. Geht's hier? Ja, perfekt. Hier wieder zurück teleportated. Tim ist auch bei mir. Ja, es hat sich viel verändert, seitdem irgendwie du altes Matschgehirn hier. Aua. Ja, kannst mich nicht angeln. Ich weiß zwar nicht wieso, aber geht schon mal nicht. Ach, jetzt müssen wir einmal komplett außen rum, weil die unzerstörbaren Mauern, die sind einfach zu krass, ey. Die sind zu krass. So, jetzt mal schnell wieder hier links gehen. Ein paar Geheimgänge wären nicht schlecht. Naja, eigentlich hätte man links rum gemusst, weil dann, da ist ja der eine Eingang. So, wo ist mein kleiner... Da, hallo Sally. Na, du bist ja noch da. Warte mal, ich brauche irgendwie hier... Den kann man nämlich auch skillen, das habe ich bis dato noch gar nicht gemacht. Und ich habe dem auch eigentlich noch... Stöckchen holen? Bitte? Ich weiß nicht, nee, man kann so gewisse Sachen da craften. Wenn ich hier... Ups, nein, das wollte ich nicht. Oh Gott, Sally! Sally sitzt, hast du sie angegriffen? Ich habe sie geangelt, aus Versehen. Ich wollte sie rechts klicken. Ja genau, man kann hier Level 9... Ich habe 24 Sachen zum skillen. Das ist echt krass. Creeper, Sweeper. Aber das sind alles... Da werde ich mich nochmal richtig reinlesen. Vielleicht gibt es ja auch einen Experten von euch, der mir da nochmal den Tipp geben könnte, was ich denn jetzt letztlich da skillen sollte. Das wäre auf jeden Fall eine smarte Sache. Währenddessen kannst du hier noch so ein bisschen rumlaufen. Und, das habe ich dir noch nicht gezeigt, Tim. Ich habe jetzt ein Chocobo, Alter. Und dieses Chocobo, da kann fliegen. Oh. Welche Farbe hat das? Gold. Ach, hier ist es. Hier. Es hat auch noch keinen Namen. Möchtest du dich mal draufsetzen? Okay. Und dann einfach... Ja, ciao, Paluten. Bis dann. Das sieht so ein bisschen so aus, wie als würde man auf so einem Besen reiten. Tim, kommst du wieder zurück? Okay. Oh, Alter, wie schnell man einfach ist. Einparken. Einparken. Elegant. Oh, warte mal. Ich könnte ja rein, theoretisch. Wir haben noch Golden Güsal. Zack. Verlieren die ganze Zeit irgendwelche Federn hier. Ja, wir haben auch irgendwie richtig viele Stacks von den ganzen Federn. So, wenn ich dann noch so einen mir hole, dann haben wir schon zwei nach Adam Riese. So, warte mal. Erstmal hier das schwarze Chocobo und dann das. So, warte mal. Komm mal her, schwarzes Chocobo. So, und du? Und jetzt... Kommt da noch ein Goldes? Ich glaube, das eine... Hängst du fest? Oh ja, jawohl, da ist direkt das nächste Goldene. Und wir müssten eigentlich mal in Zukunft... da werde ich dann mal gucken, wenn vielleicht Manu und Smurf mal wieder aus ihrer
von ihrer Reise zurückkommen, dass man hier dieses Gehege mal ausbaut oder unten noch eine Lagerhalle für die ganzen Schokobollen, weil es ist ein bisschen voll. Der eine oder andere hat schon moniert, dass es hier ein bisschen Tierhaltung ist, nicht alles so im grünen Bereich. Sorry, Leute, weißt du? Ich habe hier schwierige Sachen zu tun, weil ich muss jetzt mal das Feld... Okay, Tim, komm her. Du die linke Seite, ich die rechte Seite. Sind die gleich viel? Okay. Wer als erstes fertig ist, okay? Okay. Warte, ich muss gucken. Ah, warte, mein Inventar ist voll. Warte, noch nicht. Kein Frühstart hier. Oh, warte mal, ich pack mal die Chocobo-Sachen lieber, sonst kriege ich Ärger mit Germanets Plui. So, zack, zack. Alles fertig, das müsste reichen. Okay, okay. 3, 2, 1, go! Komm. Was ist denn? Tim, du hast es ja wieder. Na toll. Diesel traurig. Verdammt, ich hätte das auch so. Du hast das so ein bisschen so zwei auf einmal. Während ich immer hier nur so. Ach Mensch, ey. Hab ich denn wenigstens Golden Güsal bekommen? Hast du Golden Güsal? Nein. Verdammt! Aber Lovely Güsal. Ja, Lovely ist so die lauchige Version von dem Ganzen. Mhm. Sally, jetzt aber hier nicht von dem Feld naschen, ne? Nicht, dass du dich noch in Schokobo verwandelst. Das wäre ein bisschen suboptimal. So, alles hier wieder schnell anbauen. Hm. Habe ich denn die ganzen... Ach doch, hier sind die Güsal Green. Dann baue ich hier mal wieder ein bisschen was von. So, zack, ich knacke ich. 1, 2. Und dann hier nochmal alles voll. Ja, sowas muss auch gemacht werden, Leute. Das ist einfach... Die Leute, die auf dem Feld hier, die selber Bauern... Ist eigentlich von euch jemand Bauer? Also Sohn oder Tochter eines Bauern? Die müssen, glaube ich, immer ordentlich knüppeln. Ich glaube so, das Leben eines Bauerns ist richtig krass. Da kann sich kaum jemand vorstellen. Oh. Sally, kannst du dich hier durchteleportieren? Warte mal. Das kann der Hund. Der Hund kann... Der klettert da drüber. Ja, komm schon, der Sally. Ist klug. Warte. Oh, ist ich sag doch, Sally kann sich teleporten. Freaking Magician. Alter, Ecker. Ecker guckt schon wieder so traurig, so grimmig. Ecker, wir haben die Welt gerettet. Augen ich hab dich... Hat außen, ne? Bitte? Hat die Augen ziemlich weit außen. Ja, mein... ist natürlich... ist halt Ecker. Ecker-Style. Guck mal, wenn Ecker Junior, der ist richtig heavy. Habe ich dir eigentlich schon, wir machen heute mal eine kleine Rundreise für Tim, habe ich dir schon mein Luftschiff gezeigt? Mit diesem Luftschiff habe ich in, vor 3, 4 Folgen habe ich die halbe Welt auseinandergenommen, weil ich das auf dem Boden platziert habe und dann war dieses komplette Haus war auf einmal weg. Da musste ich hier die halbe Map nochmal neu generaten lassen. Oh, Alter, jetzt muss ich aber unbedingt mal was essen. Stimmt, das ist mir in der letzten Folge aufgefallen. Ich müsste eigentlich mal nicht nur Güsal und so anbauen, sondern auch mal den ganzen anderen Kram, weil wir haben bald hier nichts mehr zu futtern. Hast du ein bisschen was zu essen für mich, Tim? Ja. Oh, kann das nicht droppen. Oh, dankeschön. Paar leckere Potatoes. So, schnell. Ham, 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 ham. Yam, 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 yam. So, alles wunderbar lecker. So, meine Damen und Herren, ich will das Ganze für heute auch nicht weiter in die Länge ziehen. Denn, ja, es ist jetzt Ende Gelände für heute. Wir werden in den nächsten Tagen natürlich weitere Abenteuer erleben. Seid auf jeden Fall gespannt. Peterzel wird sich wieder natürlich da dran setzen. Und dann, ja, selber mal wieder das ein oder andere Abenteuer hier mit euch zusammen erleben. Und Tim hat sich hier einen krassen Stab gesnackt und schießt hier ein bisschen rum. So, Sally, dich werden wir demnächst auch skillen. Das werden wir definitiv in Angriff nehmen. Deshalb schreibt eure Tipps gerne unten in die Kommentare, was wir vielleicht skillen sollen von den ganzen tollen Sachen. Da will Sally nochmal... Oh, Sally ist runtergefallen! Nein! Was machst du denn? Ich muss zu ihm runter. Zack. Kann ich nicht auch erreckt sogar. So, Leute. Lasst eine kleine Bewertung da. Schaut unbedingt bei MC Expert vorbei, der da oben noch auf der Mauer steht. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und dann wünsche ich allen noch einen angenehmen Tag. Morgen 14 Uhr geht's weiter. Haut rein. Ciao!